Moin. Das hört sich ja gut an. Morgen. Moin. Dankeschön. Moin. Was jetzt? Darum geht's. Guten Tag, Herr Cordes. Ja, Supervisor Call, bin da. Ich darf Ihnen vorstellen, das ist einmal der Herr Bacher. Den kenne ich schon, moin. Wir gerade eben versucht haben, den LKW zu stoppen, der von Ihrem Firmen weggefahren ist. Ist er ebenfalls durch ein Nagelband gefahren. Da haben die Kollegen festgestellt, dass es sich um den Herr Bacher handelt, der beim DEA noch eine Strafe offen hat. Entsprechend geht es um eine DEA-Anzeige, die ich Ihnen sofort kurz zukommen lasse. In dieser DEA-Anzeige wird er beschuldigt, nicht nur mehrere Sachen im Besitz zu haben bezüglich Drogen, sondern auch mehrfach vorsätzliche Tötung begangen zu haben bzw. versucht zu haben. Und entsprechend gibt es dazu auch eine Urteilsbegründung. Der Herr Bacher sagt dazu jedoch, dass diese Gerichtsverhandlung nie stattgefunden haben soll. Und uns bzw. dem Herr Bacher ist jetzt eben unbekannt, wie das Ganze zustande gekommen sein kann. Und da Herr Bacher gerne natürlich sich verteidigen möchte vor Gericht, steht gerade in Frage, wie das zustande gekommen sein kann. Naja, es gab eine Gerichtsverhandlung, allerdings ist zu dieser Gerichtsverhandlung der Richter nicht erschienen und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt. Da hieß es dann nur, okay, wir weisen Ihnen den Fall einen anderen Richter zu und ich wurde wieder gehen gelassen. Entsprechend in diese Sachen, die ich Ihnen gerade zugeschickt habe, ist einmal die Anzeige, wo Sie auch unten drunter, beziehungsweise auch einmal das, was ich noch zukommen lassen habe, ist die Urteilsbegründung. Grundsätzlich, meinerseits sehe ich da keinen Grund, also ist das für mich von unserer Seite aus komplett vollständig korrekt durchgeführt worden. Entsprechend kann ich nur auch Herr Bachers Bemängelung beim DOJ verstehen, dass er der Meinung ist, nicht gerecht behandelt zu werden. Und weil ich natürlich nicht möchte, dass der Herr Bacher keine Chance hatte, sich zu verteidigen, habe ich gesagt, hole ich Sie auch nochmal hinzu, dass wir grundsätzlich gucken können, dass hier auch kein Fehler seitens uns bzw. des DOJs passiert ist. Wie gesagt, dieser Fall, der wurde auch vor ein paar Tagen vom Herrn Oster gesperrt. Da waren Sie ja schon mal hier mit dem SWAT. Da hieß es, ja, wir haben hier eine Urteilsbegründung. Da war sich die Polizeileitung auch nicht sicher, ob das so genau passt. Weil, wie gesagt, normalerweise wäre mir zu diesem Fall eine Gerichtsverhandlung zugestanden, zu dieser ich auch erschienen bin. Allerdings kam zu dieser Gerichtsverhandlung kein Richter. So, dann hieß es, okay, Sie kriegen einen Ersatztermin, wir weisen Ihnen einen anderen Richter zu. So, dann habe ich quasi mehrmals beim DOJ angerufen und mich bei Ihnen gemeldet, habe gefragt, ja und, wie sieht's aus? Kam keine Antwort. Aber das ist eine reine DEA-Akte, die ist nicht das bei der Polizei. Das ist eine DEA-Akte. So, und was dann passiert ist, vor ein paar Tagen kam dann das SWAT und meinte so, ja, nee, wir ziehen Ihnen jetzt die Maximalstrafe ein und hat wohl irgendeinen Richter bearbeitet, ohne dass ich irgendwie irgendwann mal eine Aussage zu diesem Fall hätte abgeben können, da ich meine Aussage ja vor Gericht tätigen wollte, und hat einfach das Maximalstrafmaß mit aufgerechnet, wobei mir halt never ever eine achtfache Tötung nachgewiesen werden kann. Was wollen die ich weiß nicht, wer den Müll hier macht, aber den DOJ-Line sollten wir echt entlassen. Aber du weißt Bescheid. Achtfache Tötung? Wo sehe ich die? Ja, irgendwo da versuchte Tötung, keine Ahnung, was der SWAT mir da erzählt hat. Sehe ich beides. Sagt, ich habe die Akte auch noch irgendwo zu Hause auf dem Tisch liegen, weil ich damals ja die Einsicht bekommen habe, weil ich mich auf diesen Fall vorbereiten musste. Allerdings habe ich jetzt das gerade nicht so genau im Kopf. Ich sehe hier keine achtfache versuchte Tötung. Also, vorgeworfen wird Schildkrötensuppe in 4.339 Fällen. Kokain 116, LSD 128. Fangen, Besitz oder Töten von Schildkröten 999. Drogenbesitz, Grundstrafe, Tragen von Vermummung, Besitz von Vermummung in Zusammenhang mit Strafen in dreifachen Fällen, Besitz Funkjammer in zehnfachem Fall, Besitz von Kabelbinder, 9 Stück, Flucht vor der Polizei mit Fahrzeug, Besitz von Dietrich, 9 Stück, Besitz von Polizeiwaffen, 3 Stück, Besitz von Munition. Ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Fällen gerade. Nee, das ist die Fallakte, die ich hier bekommen habe. Wie haben Sie denn bekommen? Das ist die 265. 265. 265. Ich dachte, es handelt sich um der 256. Oder liege ich da jetzt falsch? Ich habe keine 256 vorliegen.
Und hier ist auf jeden Fall noch was offen und das wurde nicht Ja gut, aber eine 256 gibt's auch. Da hat er auch recht. Da gibt's sogar zwei zu. Also, Herr Bacher, Sie müssen natürlich jetzt schon wissen, wo Sie hier ein Problem sehen. Ja, also zu der 256 hatte ich auf jeden Fall eine Gerichtsverhandlung. Also wenn das die war. Okay, jetzt fangen wir mal bei der 265 an. Hier wurden Sie auf jeden Fall verurteilt in diesen Fällen. Komplett volles Programm. Genau, da habe ich ja auch das war ja diese Schließfachdurchsuchung, ne? Ich schätze, da haben Sie bezahlt, also bezahlt haben Sie auf jeden Fall. Nur die Haftstrafe ist noch nicht vollzogen, die 180 Monate. Moment, bezahlt ist bis jetzt nur die Kaution von 100 Millionen. Ja, genau, klar, logisch. Ja. Naja, der Rest, also der Restbetrag von 362, 460 wäre nur über und die Haftstrafe in 180 Hafteinheiten. Das heißt, ich glaube, es geht jetzt 256, um den, richtig? Es geht jetzt um den alten, es geht jetzt doch um den alten Fall, oder? Okay, so oder so, dafür sind Sie auf jeden Fall eh schon verhaftet, ne? Gut, dann haben wir Fall Nummer 2, dann war das mein Missverständnis, dann hatte ich gerade die Zahlen vertauscht. Dann kriegt auch einmal der Herr Cortes nochmal, damit er das auch sehen kann. Das ist dann der Fall, von dem Sie, glaube ich, reden. Das ist dann mein Fehler, da habe ich Sie falsch verstanden. Okay, ich notiere mir das jetzt mal, was jetzt aktuell auf dem Plan steht. 2460 bei Akte 265. So, ich habe mir das jetzt erstmal notiert. Das ist das, was aktuell jetzt offen ist. Und das ist jetzt das, um was es geht. Oder was? Wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist die 256. So, dann gucken wir mal rein. Hier da haben wir auch eine Tötung, haben wir hier auch nicht. Ja, trotzdem wundert es mich, dass sowas ohne eine Gerichtsverhandlung einfach so entschieden werden kann. Ah, nee, warte mal, das hier ist Zielinski. Moment, hier ist Barra. Vorsätzliche Tötung in 8 Fällen Versuch. Ja. Ja, was einfach lachhaft ist. Deswegen, also wegen dem Urteil dort, war auch schon mal die Anzeige gesperrt vom Chief of Police, vom Herrn Oster. Nur mittlerweile ist sie wieder freigegeben, ist auch unten in sonstiger Anmerkung vermerkt. Oster selber. Ist es die Urteilsbegründung jetzt, oder was? Ja, es wurde über die Urteilsbegründung, die wurde geprüft nochmal. Ich zitiere einmal, was notiert ist. Urteilsbegründung ist rechtskräftig, auch ohne Gerichtsverhandlung. Für Gerichtsverhandlungen, vor allem bei solch alten Fällen, bestehen grundsätzlich nicht die Kapazitäten auf Seiten des DOJ als auch auf Seiten des JCPD. Das Bürgermeisteramt hat selbiges genehmigt. Oster, 18.12.2021, 16.34 Uhr. Darunter Anklageschrift und Urteilsbegründung zu finden. Ja gut, dann sehe ich ja alles nicht. Ist halt lächerlich, wenn man sich halt wochenlang mit seinem Anwalt zusammensetzt, sich eine Strategie überlegt, dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, der Richter nicht erscheint und dann einfach so einen Scheiß vor das Gesicht kriegt. Also sorry, aber ich zahle doch nicht einfach so die Maximalstrafe, ohne dass ich ordentlich hier verhandelt wurde. Ja, das ist absoluter Blödsinn. Richtung Springtown. Ich weiß nicht, was das DOJ für ein Druckkopf Scheiße ist, aber so einen Bullshit gebe ich mir hier nicht. Also ganz bestimmt nicht. Das, was ich Ihnen gerade zitiert habe, steht am Ende der Fallakte. Was steht da mit Bürgermeister? Für Sie aus Richtung Springtown, Langwaffenschuss sowie ein Helikopter. Warte mal, ich höre nichts. Es ist Funk, warte mal. Frage, welche Richtung? Springtown, komm. Hier, check. Na, jetzt nochmal, komm. Unten in sonstige Anmerkungen. Also wenn Sie in der Fallakte nach relativ weit ganz unten gucken. Achso, das steht hier direkt drin. Da steht da drin. Warte mal ganz kurz. Dann können Sie da auch die Urteilsbegründung sehen. Sonstige Abschlussbericht habe ich hier nur. Wo habe ich das? Hast du gesehen, wieder was Urteilsbegründung gibt? Ach, drüber. Ich bin ja gerade am Kleidungsladen, ich habe die Shots gehört. Also richtig viele Shots sogar und ich habe den OB gehört und plötzlich hat es Bumm gemacht. Okay, ja, check. Bei uns kam nichts an. Also die Beweislage gegen Herrn Bache ist aufgrund der Beweisbilder und der Aussagen des JCPD. Ja. Die DEA ist eindeutig und daher wird Herr Bacher zur vollen Strafe verurteilt. Die Strafe wird vom DEA und von den US Marshals vollstreckt. Von unserer Seite. Ich war das auch schon auf dem Hinterhalt, gibt es wahrscheinlich bewusst. Nur, ich verstehe auch den Herr Bacher, wenn er sagt, diese Verhandlung hat nie stattgefunden, aber da ist eben auch dann der Satz von dem Herrn Oster darüber geschrieben.
Wo ist der Satz vom Herrn Oster? Direkt über der Anklageschrift bzw. der Urteilsbegründung. Auch und sonstige Anmerkungen. Okay, drin. Also vom Herrn Oster am 18.12.1634. Urteilsbegründung ist rechtskräftig, auch ohne Gerichtsverhandlung. Für Gerichtsverhandlungen, vor allem bei solch alten Fällen, bestehen grundsätzlich nicht die Kapazitäten auf Seiten des DOJ, als auch auf Seiten des JCPD. Das Bürgeramt hat selbiges genehmigt. Also ganz grundsätzlich ist es so, Herr Bacher, wir beim JCPD sind nicht die Instanz, die die Arbeit des DOJs zu kontrollieren hat. Wir sollen das durchführen, was von der Judikative verfügt wurde. Ja, ich meine, da verstehe ich Sie ja auch, aber ich verstehe nicht, wie so ein Quatsch einfach ohne Verhandlung einfach so beschlossen werden kann und dann mit einem Maximalstrafmaß, wobei mir achtfache Tötung nicht mal nachgewiesen kann. Der Versuch der achtfachen Tötung, ja. Ja, das ist nicht unsere Außerdem unsere hat Aufgabe, an dem Tag der Kollege O'Brien meinen Kumpel von Greif erschossen. Ist da auch nicht in Anzeige drin. Davon weiß ich nichts, keine Ahnung. Hat behauptet, der wäre vom Dach gefallen. Ja gut, gibt's dazu eine DAB? Ja. Ja gut, dann haben wir es eh schon geklärt. Wie gesagt, also, die anderen Kollegen haben ja weggeschaut, die haben ja auch gesagt, ja, nö, da hat sich ein Magazin, also eine Kollege meinte, ja, das hat sich halt zufällig ein Magazin entleert, da gab es eine Fehlfunktion, der andere meinte, der wäre vom Dach gefallen, also. Das ist ja vom 6.11., ne? Das ist also auch schon eine Weile her. Also, wie gesagt, ich kann Ihnen da nicht großartig helfen, Herr Bacher. Ich rate Ihnen, jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, vielleicht dahingehend nochmal rückwirkend ins Bürgeramt zu gehen und das nochmal prüfen zu lassen, wie das jetzt konkret ist mit dem Richter, der nicht erschienen ist, ja, weil das ist natürlich schon fragwürdig. Auf unserer Seite muss ich Ihnen jetzt leider mitteilen, dass sie 360 Hafteinheiten offen haben. Und es wird dann auch gegen den korrupten Richter vorgehen, der sowas beschlossen hat. Das machen sie am besten im Bürgeramt dann. Ich glaube, das ist, glaube ich, dann kein Fall mehr für uns hier. Wenn das wirklich der Fall ist, dass da was nicht stimmt, dann sollen das die richtigen Stellen prüfen. Also aktuell offen haben sie 360 Hafteinheiten, 362.460 und 998.900 Dollar. Und dann sind für uns hier erstmal diese Akten durch. Ob sie das dann wiederbekommen im Nachhinein, das weiß ich nicht. Ich finde es halt einfach eine Frechheit, dass man bereitet sich ja wochenlang vor auf die Verhandlung. Also er erscheint zum Gerichtstermin, der Richter erscheint nicht. Und dann wird halt einfach das Strafmaß vollzogen, und zwar das Maximalstraf. Angehört wird. Also, da läuft doch irgendwas hier im Justizsystem nicht richtig. Ja, das wissen wir. Darum gibt es ja am Morgen neuen Richter. Nur weil wir nicht für die Kontrolle der Justiz zuständig sind, müssen sie zunächst höheren Kraft. Und das wäre in dem Falle das Bürgermeisteramt. Und wir können nur, weil wir die Exekutive sind, das tun, was die Justiz sagt. Und die Justiz hat gesagt, sie sind in den Fällen für schuldig erklärt. Entsprechend haben wir das auszuführen. Dann gehe ich in Revision zu dem Strafmaß, was da gesprochen wurde jetzt. Ich glaube, da werde ich Nein sagen müssen. Das vom 16.12. Doch, da werde ich Ja sagen. Gut, dann ist hiermit Revision für das Gericht angekündigt. Das ist doch möglich, oder? Dann müsste das doch der oberste Amtsrichter prüfen. Das ist die 256. Auf jeden Fall als erstes. Ich prüfe das mal ganz kurz. Gib mir einen Moment. Gesetzbuch, ich habe hier so eine App für. Revision, warte kurz, ich überprüfe das kurz.
Nein, nach Paragraph 1 Absatz 3 Punkt 3 ist das Revisionsurteil rechtskräftig. Eine weitere Revision kann nicht angestrebt werden. Aber das ist ja kein Revisionsurteil, geil. Sondern nicht Urteil nice, ohne Verhandlung einfach. Oder nicht. Das ist ein Revisionsurteil, natürlich. Er hat doch Revision eingereicht, daraufhin wurde es im... Ja, aber das basiert ja noch auf das alte Gerichts... Ach, dann war das... Ein, dann war das... Das war eine normale Urteilsverhandlung. Das heißt, da hat er gar keine Revision, weil es das normale Urteil ist. Und das kann er anfechten. Also das... nochmal, die 256 war keine Revision. Da stehen zwei am Bord. Nein, das ist ein Stand, nein. Das waren normale Gerichtsverhandlungen nach alten Richtlinien. Herr Bacher, ist das eine Revision gewesen oder nicht? Nein, das war, das Strafmaß ging ja über diese 250.000 Dollar oder was auch immer da die Reglementierung war. Und dann wurde gesagt, ja gut, in dem Fall gibt es halt eine Gerichtsverhandlung. Ja, das war ja nach, wurde ja nach altem Gesetz beurteilt. Kann ich auch bestätigen, das ist keine Revisionsbegründung. Also kein Revisionsurteil. Alles klar, sag, dann die 256 geht in Revision. Ist ja kein Problem, dann machen wir das. Okay, dann entfallen 180 Hafteinheiten. Die 998.900 müssen sie trotzdem bezahlen erstmal. Und bezüglich der 265, war das eine Revision oder geht hier noch eine? Habe ich auch, wurde abgelehnt. Herr Bacher möchte Revision einreichen, 4.12.2021. Ja gut, das Urteil ist Achso, das ist ein Revisionsurteil, ja? Nee, aber die Revisionsfrist ist abgelaufen. Nee, warte mal. Ist sie 265 grundsätzlich ein Revisionsurteil oder nicht? Nein, es ist ein normales Urteil. Gut, die Urteilsbegründung ist vom 16.12., ergo hat er noch Revisionszeit. Okay. 265, 16.12. ist das ja, Urteil gesprochen worden. Was mich hier, was ich gerade so fragwürdig finde, ist, es gibt da eine Anklageschrift, es gibt eine Urteilsbegründung und es gibt das eine angekündigte Revision. Aber müsste er die Revision nicht ankündigen, nachdem ein Urteil getroffen wurde, was warte ja nicht mal, der Fall ist. Die 265 ist vom 3.12., da war aber schon das neue Rechtssystem, oder? Gehe ich auch von aus. Genau. Das ist ein Revisionsurteil. Okay, wenn das ein Revisionsurteil ist, dann ist das rechtskräftig. Kannst du mal überprüfen den Forums Änderungsbericht über... Ich gehe auch suchen. Ja, bitte. Da steht ja dran. Gesetzestextänderung. Soll ich mal essen, trinken? Wolf, wärst du so nett? Bitte, Herr Wolf, ja. Herr Bacher, ja. Halte ich Ihnen einmal eine Dose mit einem Strohhalm? Hallo? Ja, okay. Gib Ihnen noch was zu essen. Ertrinken bräuchte ich auch, das wäre super. Ja, muss mal jemand anders, also hier der Kollege machen, ich kann das gerade nicht. Ja, Petrov, müssen Sie einmal bitte übernehmen. Oder Reich, je nachdem, ja. Ich habe mal eine Frage eben. Kannst du einmal kurz an die Seite kommen? Ach, machen Sie mich doch einfach frei, ich laufe nicht weg. Ich will das ja klären, dann kann ich auch richtig essen, trinken. Na, dann machen wir jetzt erstmal nicht. Was zu trinken wäre nicht schlecht. Ja, klappt das hier nicht mit dem Kollegen, ansonsten helfe ich. Kriegen Sie sofort. Ach, scheiße. Ich bin genauso dumm. Ich geh mal schnell runter. Ich kann hier gar nichts holen. Ja, ich hab gesagt, keine Ahnung. Der kriegt schon was. Herr Cortez. Ja. Oder Herr Reich, ich habe eine Frage. Wenn die Leitstelle jetzt außer Dienst geht, ja. So, dann haben wir den Größteil, also 1, 2, 3, dann haben wir 4 Ziffstreifen. Zählen die Streifen dann so, dass ich keine mobile Leitstelle machen darf? Oder darf ich eine mobile Leitstelle machen? Oder werden die Zielstreifen nicht gezählt? Soweit ich weiß, ab 5 Mitarbeitern muss eine Leitstelle da sein. Also zählen die Zivilpolizisten ja, wir dem sind auch? Mitarbeiter. Ich bin ja hier nicht zum Spaß, ich verdiene doch hier Geld. Ja, sie zählen da drunter. Das heißt, wenn 4 Ziffs da sind, ist der 5. die Leitstelle. Für die 4 zivilen Einheiten theoretisch. Alles klar. Gut, da weiß ich Bescheid. Ja, da muss ich gleich kommen. Okay, Reich, wie sieht's aus? Jo.
Ich bin noch auf Suchen, ich komme aber immer näher. Gleich. Ciao, ciao. 30.11. Soll ich was zu trinken haben? Ist die Gesetzestextänderung. Mensch, jetzt gebt dem Herrn noch mal was zu trinken, bitte. Meine Herren. Was ist denn los mit euch? Okay, am 30.11. Immer noch nicht, also... Er hat schon getrunken. Er hat noch nicht getrunken, sonst war der nicht getrunken. Ich kippe in den nächsten 10 Minuten um, wenn ihr mir nichts gebt. Bitteschön. Okay, also, am 30.11. gab es die Gesetzestextänderung, dass alles per Revision geht. Ergo ist das eine Revision. Ja. Ich habe jetzt auch gerade nochmal zum Thema Fallakte 265 Rücksprache mit einem DOJ-Mitarbeiter gehalten. Also er hat mir das gerade nochmal geschrieben. Dass das Revision war und die Revision abgewiesen wurde vom DOJ. Gut, dann ist die 265 rechtskräftig und die 256 ist dann ausgesetzt. Hier geht der Herr Bacher in Revision. Die Geldstrafe muss vollzogen werden. Die Geldstrafe für die 256 beläuft sich auf 998.900 und dann haben wir 180 Hafteinheiten offen. Plus die Geldstrafe von der 265. Das ist eine Strafe, die nach altem Gesetzbuch hätte verhandelt werden müssen, jetzt über Revision geregelt sein muss. Das macht keinen Sinn, was Sie gerade sagen. Ja, die muss doch jetzt nach altem Gesetzestext behandelt werden, oder nicht? Ja, ändert ja nichts an der Geschichte. Die 256. Ja, aber ich krieg doch eine Gerichtsverhandlung laut altem Recht und die habe ich ja nie bekommen, weil der Richter nicht erschienen ist. Na, deswegen gehen Sie doch gerade in Revision, Herr Bacher. Trotzdem hat da irgendein Richter seine Arbeit nicht richtig gemacht. Also, ja, deswegen gehen Sie ja in Revision, oder nicht? Okay, und dann hat sich das mit dem Bürgeramt auch erledigt, was Sie mir da vorher erzählt haben. Naja, ich würde das erstmal über eine Revision probieren. Das werden ja wahrscheinlich dann die neuen Richter dann ab morgen in Angriff nehmen. Und je nachdem, was da rauskommt, können Sie sich ja immer noch entscheiden, dass das völliger Humbug ist. Gut, dann machen wir das so. Nee, dann. Gut, also Sie gehen in Revision für die alte Anzeige 256. Sie gehen nicht in Revision für die 265, weil das schon eine Revision ist. Ja, das war mir von Anfang an klar. Genau. Und für die 256 können Sie in Revision gehen, weil der Urteilsspruch am 16.12. war. Und seit dem 16.12. haben Sie die Möglichkeit auf Revision. Diese Möglichkeit endet in 7 Tagen ab dem 16.12. Also müssen Sie sich ein bisschen ranhalten. Die wurde aber zwischenzeitlich von der Leitung gesperrt. Also ich habe jetzt erst heute mitbekommen, dass ich dieses Urteil wirklich bezahlen muss. Okay, wenn Sie das heute mitbekommen haben, dann sind wir kulant, dann haben Sie ab jetzt 7 Tage Zeit. Also bis zum 26. Yes. Ja, alles klar. Genau, für die 256 bis 26. Zeit. Schreibst du das auf, Reich? Ich schreibe das mit, ja. Gut, da geht er in Revision. Ich habe nochmal die DA-Akte vermerkt. Dementsprechend. Okay, dann haben Sie jetzt heute insgesamt zu bezahlen $1.361.360. Das müssen Sie trotz Revision bezahlen. Sofern Sie dann freigesprochen werden oder was auch immer, bekommen Sie den Gegenwert ersetzt von der 256. Wenn Sie das jetzt hier machen, die gesamte Summe bezahlen und die 180 Monate Haftantritt jetzt haben, dann ist für Sie die 265 abgeschlossen. Sofern die 180 Monate abgesessen sind. Soweit verstanden, Herr Bacher? Ja, das ist mir auch klar. Ja, passt. Okay, alles klar. Ist trotzdem lachhaft, aber gut. Gut, dann... Wie gesagt, wir sind leider nicht die Prüfungsinstanz, das ist die Legislative. Ne? Wir sind die unteren Fische, wir führen aus... Die Judikative entscheidet und die Legislative entscheidet, was entschieden werden kann.
Deswegen, also wir sind unten an der Nahrungskette, wir dürfen das DOJ nicht in Frage stellen. Gut, ja, dann, Herr Wacher, wissen Sie so grob, ob Sie das Ganze bezahlen können, jetzt auf Anhieb? Wenn Sie mir ein Handy geben, dann kann ich das bestimmt bezahlen. Habt ihr den schon durchsucht, die Streife? Bitte? Habt ihr den schon durchsucht gehabt? Ja, eine Schusswaffe hat er jetzt nicht dabei. Ja, aber ich habe die Frage, ist er durchsucht oder nicht? Wo ist er? Nee, dann ist nicht durchsucht, okay. Ja, dann einmal bitte. Dann hat der Hawkins mich aber nicht gründlich genug durchsucht, da ich eine Schusswaffe bei mir trage. Auf. Okay. Hat geklappt, sagst du. Hat prima geklappt. Ja, wo ist denn Ihre Schusswaffe? Das müsste eine Banana 5-7 sein. Ja, das ist vollkommen richtig. Schön. So, würde mir mal jemand von euch 2 Sandwich, 2 Eis Pfirsich geben, bitte. Irgendwer. Hallo. Danke. Gut, ja, dann einmal bitte. Ja, soll ich ihm die Sachen da jetzt abnehmen oder nicht? Die durchsuchen den Herrn einmal ganz kurz neben dem soweit. Ja, stopp, beruhigt euch, Jungs. Ja. Danke. Das sehen wir mal und so weiter vor allem dann abnehmen. Ja, jetzt. Und dementsprechend, dass wir dann den losmachen können und die Strafe ausstellen können, also die Kaution. Die soll am besten in der Kiste packen, Herr Hawkins. Können wir eigentlich hier oben auch uns was zu essen und Trinken kaufen, oder? Ich glaube nicht, das denn, Einzige, was wir haben, ist hier drüben. Woher haben Sie denn hier drüben, ja. Der Wasserspender. Ich guck mal kurz in der Cafeteria. Ja. Ich habe mal bei den Volunteers gearbeitet, deswegen. Ah, die Kürze sind ja nicht illegal, oder? Jetzt noch bei den Volunteers? Die illegal? Ja, die Tourniquets sind halt einfach Gürtel, die können gar nicht illegal sein. Uns wurde letztens nochmal gesagt gehabt, auch von anderen Kollegen, sowie von Herrn Oster, dass die ganze Sache, solange nicht bei den Volunteers oder ähnliches arbeitet, die nicht mitführen darf. Ja, ist halt und einfach Quatsch, ne? Ja, können wir ihm lassen. Was will er sonst machen? Uns strangulieren? Ja, die Vermummung illegal? Eigentlich nicht, oder? Also, im Zusammenhang mit der Straftat auch schon. Ja, die ist illegal. Im Zusammenhang mit der Straftat, Herr Hawkins. Und der hat keine Straftat begangen. Soweit. Ja, ist der jetzt mit der... Ja, war, der ja, er hat einen Polizeiofficer abgedrängt, ne? Also. Ihr habt dem Nagelband gelegt, er ist durchgefahren. Also, Leute, ja, das ist ein Verkehrsdelikt, dafür nehmen wir keine Vermummung ab, wenn er sie nicht aufhatte. Jetzt kommt mal wieder ein Gang runter, bitte. Ja, aber es wurde doch ein Nagelband gelegt und er ist durchgefahren, oder? Ja, nicht? Aber das Nagelband war nicht für den LKW, das war unglücklich. Und dann, da er durch Zufall erkannt wurde, wurde er entsprechend Haftbefehl vollstreckt. Also ist er durch Zufall hier, okay. Ja. Er war, er war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Herr Wacher, ich nehme Sie mal mit auf Seite. So. Dann hat der Herr Hawkins ein bisschen mehr Platz. Wir können uns vernünftig unterhalten. So. Herr Hawkins? Bitte. Ein kleiner Tipp von mir. Wenn Sie schon Ihren Job nicht anständig machen, dann benehmen Sie sich vielleicht wenigstens angemessen. Schweinchen. Herr Bacher, ich muss auch, wo ich mir essen trinken. Ja. Mach das. Ja. Eigentlich haben Sie nichts mehr, wo Sie fahren können. Ob ich mich denn jetzt gerade nicht richtig benommen? Geld haben, ja? Das will ich jetzt mal gern wissen. Ihre Art ist schon ein bisschen fragwürdig und Sie haben ja den Herrn nicht mehr durchsucht bekommen. Bitte? Und Sie einmal nach, ob Sie das zahlen können. Geben Sie mir mal ein Telefon, bitte. Sie sollten nur eins haben, wir haben hier kein Ihnen kein Telefon abgenommen. Ich meine, der Gang freuen. Wie viel Dollar sind das jetzt? Herr Cordes, haben Sie noch den Rechner auf? Oder ja, nicht? Das sind 1.361.360. Komm, schieb rüber den Zettel. In 2 gut, Schritten ja. Bitte. 999 und dann nochmal, ne? Ja, wir müssen eh maximal 200.000 gewonnen. Ach, 200.000, immer noch, ja? Echt? Okay. Ja, immer noch. Oh. Ah, gut. 200.000. Nein, dann rechne ich das nebenbei aus, ja.
Warte mal, das sind 1, 3, 6, 1, 3, oh, warte mal. 600.000. Minus 600.000, ja. 800.000. Ja. Und dann jetzt noch. Weitermachen. 198.900. Was machst du? Mal... Was? Oh, Moment, Moment, Herr Bacher. Ja. Sie haben anscheinend nicht genug Geld. Wieso? Ja, der Strafzettel wird, also das wird nicht erkannt. Ich nehme kurz nochmal was runter, warten Sie. Also es fehlen jetzt nur 561.000. Gut. Ja, die eine Akte. Oh. 600.000 sind jetzt schon abgebucht davon. Ja. Kommen jetzt nochmal 200.000, dann sind wir bei 800.000, die jetzt weg sind. Ja, jetzt fehlen noch 361. Die habe ich doch schon bezahlt. Nee, die haben zweimal den Strafzettel verweigert. Und dann jetzt 198.000 von der Akte 256 als Kaution. Trage ich das kurz ein, dass das als Kaution bezahlt ist. Und dann kommen jetzt von der 265 nochmal 200.000. Da müssen jetzt nur 359.000 fehlen. Ne, das sind 100. Auch jetzt noch 162, die da kommen. Laut Urteilsbegründung. 162.460. Dann ist das soweit. Herr Bacher, Sie haben schon wieder verweigert. Stellen Sie, Moment, stellen Sie nochmal aus. Nochmal RC 200.000. Ja, welche jetzt? Ja, ich habe minus 2.000, weil er 198 einmal abgezogen hat, deswegen, ja. 460 haben sie verweigert. Dann noch fehlen. So, weil dann haben sie... Ah, ich habe ja... Jetzt wollte ich genug Geld drauf haben, ja. Bezahlt. Jetzt noch 162.460. Somit haben sie dann die Akte 265 komplett bezahlt. Der Rest ist als Kaution eingezogen. Die andere Akte. Gut, dann bestelle ich jetzt noch US Marshals, dass noch an die 180 Monate. Ich glaube, wir haben sogar noch Marshals, ja. Dass sie die Strafe von der Akte 265 antreten können. Das heißt dann bitte aber auch nochmal richtig durchsuchen, also auch dann Handys abnehmen. Ja. So. Und ich hoffe, dass Ihre Jungs sie nicht versuchen rauszuholen. Wenn sie da einen Verdacht haben, dann rufen sie die bitte nochmal an. Weil, ja, wie würde ich denn das machen, wenn sie mir kein Handy im Knast geben? Nein, das ja, können sie jetzt tun. Weil das ja, ich glaube nicht, dass sie das machen. Es wäre in ihrem Interesse, weil ansonsten können sie sämtliche Revisionsgeschichten eh vergessen. Hm. Also das würde ich beim besten Willen nicht wagen. Ich rufe die kurz an. Das wäre wirklich besser für sie, ne? Setzen Sie sich uns nervt. Ich dann dafür Abverkürzung. Ja, Sie kriegen dafür eine Revision. Okay. Die Revision fällt scheiße aus, wenn Sie sich da rausholen lassen. So denn? Ich dachte, das DOJ urteilt unbefangen. Ja, und ja, wenn Sie den Kautionsauflagen nicht nachkommen, dann ja. Urteilt das DOJ unbefangen, genau, dann sind sie ihren Kautionsjäger nicht nachgekommen, genau. Gut, ich rufe einfach mal kurz an, ja? Ja, ist besser. Gut, ich gehe mal kurz auf Toilette. Jungs, Toni, was machen Sie das? Kurz in den Knast.